was the first time here, and a lovely location, really high standards, a beautiful city center. But what I think it makes the Baden-Baden Festival so good is the quality of the wines and wineries that were shown. Honestly, I often participate and attend wine festival similar to this one, but I've never seen such a concentration of top wines, top brands, showing not just their entry-level basic wines, but also, you know, the Grand Vin, the Chateau wines, the Castillo Igai. La particularité de ce festival, c'est qu'il a lieu à Baden-Baden. Donc, il y a une concentration de restaurants fantastiques, de caves fantastiques, de gens qui aiment les grands vins. Donc, c'était l'endroit parfait pour faire cela. Le Gourmet Festival regroupe maintenant les meilleurs vignerons d'Autriche. Beaucoup bordelais sont venus aussi, mais aussi des vins d'Allemagne, d'Italie, etc. Et c'est une incroyable concentration de vignerons fantastiques du monde entier. Et c'est ça qui fait la particularité du Gourmet Festival. Also Baden-Baden ist ja ein Ort, an dem sich eine Menge Feinschmecker und Genussmenschen treffen. Und ich glaube, das ist ein perfekter Ort für Falstaff, sich zu präsentieren. Wir haben viele Kollegen, zum Glück nicht so viele deutsche Winzer, wir haben auch viele tolle Kollegen aus Österreich und ganz, ganz wunderbare Weine aus Spanien und Frankreich, die ich sehr schätze. Und auch für mich als Winzer eine Gelegenheit, viele meiner Freunde und Kollegen zu treffen. Und es ist einfach ein Treffpunkt von Kultur, Genuss und auf ganz, ganz hohem Niveau. Ich glaube, das ist eine tolle Sache und ich freue mich, die nächsten Jahre das begleiten zu dürfen. I think that, you know, what makes Marchese Murrieta really special is the history. It's the oldest winery in La Rioja that was established 171 years ago. And that's it's a lot of time, during which a winery never stopped. A lot of slow evolution rather than a fast revolution like the French. And so a lot of history, a very quite large estate, 300 hectares in Rioja Alta, but very diverse. So a lot of different wines, and today we are presenting possibly the two pillars that represents tradition and continued evolution, or modern and contemporary interpretation of our terroir, and that I think the people that attended the event enjoyed very much. La Roque, évidemment, un millésime ou l'autre s'accompagne parfaitement de toutes les viandes, voilà, en fonction de l'âge du vin. On peut vraiment visiter toutes les viandes. Mais il y a des accords un peu plus osés qui sont intéressants sur des millésimes plus frais, au caractère salin particulier, en particulier sur nos terroirs calcaires, qui peuvent nous amener à le découvrir sur des poissons, vraiment. Et ça, on le fait de plus en plus. C'est remarquable, c'est à tenter. Voilà, sur des millésimes frais, allez-y, foncez. Moi, je l'aime beaucoup sur les fromages. Pas tous, mais il y a certains fromages qui se marient très, très bien avec le Château Laurent. Es gibt einen sehr starken Trend seit einigen Jahren mit Blick auf Naturwein. Und damit meine ich nicht einen Verzicht auf Schwefel, damit meine ich einfach einen Verzicht auf industrielle Methoden. Das ist auch das, was uns handwerklich arbeitende Weingüter von industriell arbeitenden Betrieben und Kellereien, Genossenschaften oft unterscheidet. Weil wir eben von Hand arbeiten, wir sortieren die Hand, Trauben von Hand, das heißt mit sehr großem Aufwand. Meine Weingut mit bis zu 16 Mitarbeitern, jeden Tag im Herbst werden alle Trauben von Hand geprüft, erst dann extrem schonend gepresst, dann in großen Holzfässern vergoren. Auch das ist ein großer Unterschied vielleicht zu früher. Früher hat man Weinbau sehr viel technischer betrieben. Ganz früher war es eben so, wie wir es heute machen. Und diese Rückbesinnung auf handwerkliche Traditionen ist genau das, wofür wir stehen, wofür eine Handvoll Weingüter in Deutschland zunehmend steht. Das ist ein sehr starker Trend. Aber auch in Österreich, also in vielen Regionen der Welt, besinnt man sich auf alte Methoden zurück. Und das ist eine wunderbare Sache, weil unsere Kunden natürlich davon letztlich profitieren.